Ich gebe Caputoro noch eine Chance. Heute lege ich einen Köder aus, nämlich, ich werde die Führung an ihm mal verlieren, gegen die Alga vorne oder so, dann gehe ich in Demeteros rein, Kyogre kommt und ich möchte das irgendwie so vorbereiten, dass ich mit Caputoro und Kugelsaat, nicht Strauchler, wie ich im vorherigen Video ein paar Mal gesagt habe, ich meine mit der Sofortattacke, runterfarmen kann. Und eventuell klappt das. Groudon hat Feuerschlag, Caputoro eher Spaß, Pokémon hat so gut wie keine Defensive. Das wird vermutlich nervig für mich ausgehen, auch wenn meine Sofortattacken und so weiter hier schon ordentlichen Schaden verursachen. Bin echt auf einen Feuerschlag gespannt. Ja, also ich glaube, ich habe mich im vorherigen Video versprochen, ich habe so gesagt, nicht ganz so Spaß Pokémon doch. Wer von einem Feuerschlag, von einem Nicht-Feuer-Pokémon im knallgelben Bereich ist. Leute, das ist aber dieses andere Spaß-Pokémon. Wild. Caputoro bitte nicht verwenden. Außer ihr seid YouTuber und wollt hier so ein bisschen was machen. Genau. Ich glaube, ich meine, vielleicht könnte Strauchler dafür immerhin besiegen. Oh, okay, Strauchler besiegt aber. Das geht in Ordnung. Und hier, auch wenn ich Spukball habe, lasse ich mich, glaube ich, runterfarmen. Wäre mir schon angenehmer. Machen wir so. Lasse ich mich runterfarmen. Hätte man überlegen können, dass ich sofort rausgehe. So, und hier mit rein. Okay. Ich hätte sofort rausgehen sollen. Caputoro war da echt noch wichtig. Weil das mit den KP und dann noch Feuer oder im Aber, wie schon immer gesagt, von Typeffektivitäten her und so weiter, man kann hier nicht viel. Okay, er gibt auf. Das wäre für mich noch knapp geworden. Ich. Ja. Es war zwar nicht so schlecht, aber definitiv noch knapp. Von Typeffektivitäten her rechnet man mit einem Dragoran hinten. Wo bin ich, Meisterliga? Da. Also wenn man gegen Groudon timet, und da kann auch viel in die Hose gehen, mit schlechtem Timing bei einem Dreier-Move, dann gewinnt man offenbar das Einschildes-Szenario. Das ist gut zu wissen. Von einem Pokémon, wo die Sofortattacke nicht sehr effektiv ist. Feuerschlag, schwache Attacke. Das war echt heftiger Schaden, finde ich. Oder? Feuerschlag sollte kein Pokémon in den gelben Bereich hier in der Meisterliga befördern. Okay, Primarine. Finde ich stabil. Ich meine, die Charme werden mich bestimmt gut auseinandernehmen. Aber Primarine wäre schon mal nicht so verkehrt. Da möchte wohl jemand die Urform Palkia vorne bestrafen. Was ich voll und ganz verstehen kann. Und dann stellt euch mal vor, Primarine bekommt noch einen Community Day irgendwann. Ja, und nicht nur die Palkia eigentlich, sondern... Ah, schade. Wieso mach... Die timen alle perfekt. Bis zum bitteren Ende. Na und, ich schild natürlich einen Eisenschädel, weil nun kann ich nicht runterfarmen. Natürlich schild ich einen Eisenschädel. Ich muss mir wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich das Gegenteil von dem machen muss, was ich eigentlich mache. Oh, aber er schildet. Dann nehme ich den Farm gerne an. Ich riskiere nun. Und ich glaube aber... Ich werde mit Kugelsaat runterfarmen. Gegen beide Typen nicht sehr effektiv. Ich hoffe, da bekomme ich ordentlich viele Sofortattacken rein. Und ich werde nicht mit Mewtwo runterfarmen. Ich hoffe, er hat kein Ho-Oh oder so. Boah. Okay, das war wirklich perfekter Farm. Eine Sofortattacke mehr und da wäre ein Eisenschädel gewesen. Oh, nö. Aber Krypto, wartet mal. Ich glaube, ich bleibe sogar für noch einen Naturzorn drin. Ja, Verteidigung unten. Ich bleib hier nochmal drin für noch eine Attacke. Obwohl, er wird nicht chillen, oder? Aber dann reicht vielleicht immerhin ein... Ah, hätte ich doch nicht machen sollen. Ja, hätte ich doch nicht machen sollen. Aber nun reicht Psychostoß, hoffentlich. Primarine, das nimmt mich auseinander hier. So kleines bisschen Metagross aber noch hinten. Das war wild. Das war schon wild. Das ist auch heftiger Schaden. Definitiv. Da drücke ich direkt. Na und?
Boah, aber durch die Energie bei Metagross? Ich habe keine Ahnung von der Energie. Wie immer, wenn ich ein Video mache, glaube ich. Das war auch gar kein Gleichstand. Ich hätte gehofft, vielleicht so. Oh. Würde ich drüben eine Attacke erreichen? Na, oder nicht? Runterfarmen kann er schon mal nicht. Aber ich glaube, er versucht es. Okay, ich habe zur Attacke ausgeholt und habe nun den Psychostoß. Er kann nirgendwo mehr abfangen. Da kann ich schilden. Aber das wurde wirklich noch knapp. Obwohl ich Caputoro gegen Primarene vorne hatte. Lasst mich mal nur überlegen. Wenn, wo er da mit Metagross reingekommen ist, hätte ich vermutlich sofort direkt drüber gehen sollen in Mewtwo. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Ja, da habe ich ein bisschen zu langsam reagiert. Egal. Caputoro in der Führung. Eigentlich, ich habe dieses Team nur so aufgebaut und ich kämpfe so lange, bis wir das mal erleben, dass ich Kyogre runterfarmen kann. Kyogre Switch, wenn ich in Demeteros reingehe, kommt immer. Eigentlich, bei einer verlorenen Führung kommt immer Kyogre danach. Und das müssen wir irgendwie auseinandernehmen. Und genauso ähnlich wie gegen Dialga, wo ich komplett runterfarmen konnte, so in etwa. Boah, Krypto Mewtwo, ich befürchte, da würde ich nicht mal einen neutralen Psychostoß überleben. Aber dafür vielleicht würde er keinen neutralen Strauchler überleben? Ich kann nicht einschätzen, ob er schilden wird. Egal, ich mache den hier. So, es ist wirklich nicht viel mehr Schaden bei Strauchler. Das hat mich echt überrascht. Na, gar nicht so viel mehr Schaden. Okay, er schildert. Und ich werde garantiert keine neutrale Attacke überleben, oder? Aber wenn ich hier nicht schilde, dann hat er so einen immensen Vorteil schon. Komm, und nun auf Strauchler. Nun auf Strauchler. Und wie mache ich weiter? Oh, das werde ich nicht los. Ich werde ich ja gar nicht los. Okay. Krypto Mewtwo ist heftig, wenn die Schilde down sind. Aber wo ich auch nicht geschildert hatte, der hatte immer Bonusenergie gespart. Keine Ahnung, was ich da machen kann. Ich habe keinen Sofortattackendruck. Ich kann dich nirgendwo... Oh, schade. Schade, schade, schade. Wieder einen Feuer-Odem davor. Aber immerhin kein Gleichstand. Vielleicht könnte ich auf eine Steinkante... Oder so? Ah, egal, ich drücke, obwohl. Boah, dann kann Mewtwo runterfarmen. Der Kampf ist vorbei. Leute, dieses Mewtwo, das ist ein bisschen... Oh, wartet. Wartet, wartet. Er will farmen. Verstehe ich, ja. Oh, schade. Sehr schade. Ich dachte, vielleicht verpasst er den Einstieg und dann kann ich mit einer geladenen Attacke runterfarmen. Das wäre auch schön gewesen. Das wäre wirklich sehr schön. Ach, stimmt, genau. Und Palkia haben wir ja auch noch. Palkia vernichten wir auch hammerhart. Jedes andere normale Pokémon würde einen neutralen Psychostoß überleben. Aber, ja, das ist klar. Das ist auf jeden Fall klar. Bitte kein Krypto Mewtwo mehr, wenn ich mit Caputoro spiele. Bitte ein paar angenehme Pokémon. Das wäre sehr nett. Gebt mir ein Rihornior oder so. Oder wirklich, stimmt, Urform Palkia. Ich habe nur an Kyogre gedacht. Urform Palkia haben wir ja noch. Ja, aber das habe ich in meinem ersten Dingeskirchen-Video gar nicht erlebt, oder? Von daher konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Und die werden eigentlich auch häufig in der Führung gespielt. Na, oder nicht? Nö, wir haben ein Dialga. Na, aber nun, Achtung, Kyogre in. 3, 2, 1 und... Und... Nein, wir werden nicht bestraft. Ein Dialga, welches völlig überrascht ist von einem Demeteros vorne. Das freut uns. Und das ist vor allem dieses schwache Dialga, welches hier garantiert nicht auf Dracometeor geht. Und von daher kann ich hier geschmeidig nicht schilden. Und ein Trikephalo... Ja, kann leider Lichtkanone haben. Und da weiß man nicht, was ist das für ein Kollege. Aber ich werde nicht schilden. Lichtkanone vernichtet mich bestimmt. Auch wenn der Gegner schon abgeschwächt ist. Ich hoffe einfach auf Nicht-Lichtkanone. Das wäre so gerade der Plan, den ich verfolge.
Drachenpuls. Sehr gut. Dann kann ich mir nun ultra viel Energie holen. Und dann würde ich sogar... Obwohl, oh, das ist gegen beide Typen effektiv. Da muss ich, wenn ich undercharge, heftig, deftig underchargen. Da darf ich nicht mal auf gut irgendwie so. Oh, okay. Okay, Hilfe. Togekiss. Boah, wie hätte ich da underchargen müssen? Das hätte mich schon interessiert. Oder hätte es geklappt, wenn ich kein Bubble treffe? Ah, ich glaube, da haue ich ab, dass ich noch ein paar KP gegen die Alga habe, eventuell. So, Fokusstoß und ich hätte schon gewonnen. Das wäre schon eine gewonnene Sache gewesen, weil da würde ich zweimal Fokusstoß erreichen. Aber so brauche ich dreimal Spukball. Und das ist nicht gut. Okay, oder doch nicht. Doch nicht dreimal Spukball. Ich glaube, ich kann... Obwohl, schilden und runterfarmen oder soll ich nochmal Energie ausgeben? Nein, ich glaube, ich muss doppelt schilden und runterfarmen. Togekiss hat noch keine Attacke. Und weil, wenn er nicht schildert, habe ich ansonsten ein Problem. So. Das sollte schon Psychostoßreichweite sein. Hoffe ich mal. Okay. Aber da hätte er vielleicht nicht drin bleiben sollen in Demeteros. Weil eigentlich Togekiss eine stabile Antwort dagegen. Na und Trikefalo bestimmt auch, oder? Durch den Feuer Odem Druck. Das hätte mich schon auseinandergenommen. Aber viele, die Drachen gefallen mir gerade. Urform Palkia habe ich leider nicht gut machen können, weil er schlau war und gewartet hat. Aber ich dachte, ich bin noch schlauer und fahre ihn runter mit einem Wüstenorkan. Weil wenn man nicht drückt, aktualisiert sich das Spiel manchmal nicht. Und dann sieht er vielleicht gar nicht, dass ich weiterhin drücke und angreife. Ja. Und deshalb kann man hier manchmal schnell runtergefarmt werden, ohne dass man es bemerkt. Sollte man diese schlaue 500 IQ-Taktik fahren. Na, Kaputor hatte gerade echt viel Glück. Und es hört nicht auf. Ich meine, die Alga war kein Glück, aber im Allgemeinen, das ging in Ordnung. Okay. Gegen einen Mewtwo-Switch weiß ich nicht, was ich machen kann oder soll. Nicht Krypto, vielleicht überleben wir da eine. Okay, das ist schon böse. Also Mewtwo-Switch kann ich nicht wirklich... Keine Ahnung. Was mache ich? Was mache ich gegen Mewtwo? Was mache ich gegen Mewtwo? Ich glaube, da verlieren wir einfach, oder? Das wäre so der Plan. Dann bin ich schön in Farmreichweite für Dragoran, ja. Keine Ahnung, schlechtes Team auf jeden Fall. Doch ich wollte Kyogre abfrühstücken. Das war ja eigentlich der Plan. Kyogre irgendwie abfrühstücken. Wo sind sie? Könnt ihr mir das verraten? Ich glaube nicht, weil 4 Kugelsaat, bis ich eine Ladeattacke habe, Mute ist einfach viel, viel schneller. Boah, ich erreiche gerade mit Mühe und Not den Wüstenorkan und ich habe mir schon überlegt, eventuell eine Steinkante. Nein. Niemals. Bitte hab nicht mitgezählt. Komm schon. Aber natürlich nicht. Ja. Das wäre dann mal ohne Spesen nichts gewesen. Die KP von Caputoro von einem Psychostoß. So ein Pokémon spiele ich ungern. Bisschen was muss man schon aushalten. Kleines bisschen wäre nicht so schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Ich glaube, der Schild, der macht wenig Sinn. Da gehe ich lieber in Mewtwo rein. Ein Mewtwo gegen 2 Pokémon. Okay. Attacke hätte ich noch gebunkert. Ich kann hoffen, dass er auf Nahkampf geht oder so. Moment, ich blicke gerade die Sofortattacken überhaupt nicht. Null nada niente. Danke, dass du mal ausgegeben hast, dass sich das wieder resettet. Gut. Nicht schilden und Nahkampf wäre nur meine Hoffnung. Okay. Ich gehe raus. Erste Mondgewalt in dem Video. Erste Absenkung. 10%. 10%, meine Damen und Herren. 10%. Ich glaube, oder? Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ich bin mir sehr unsicher bei der Mondgewaltabsenkung. Angeblich. Legenden besagen, dass die Abschwächung nicht garantiert ist. Das könntet ihr aber nicht vermuten, wenn ihr meine Videos schaut. Da bekommt man ein anderes Gefühl. Oder haben wir in der Folge schon Mondgewalt abbekommen? Ich glaube nicht. Jedes Mal Xerneas, erste Mondgewalt, Absenkung. Hatten wir noch nicht, oder? Mondgewalt? Nö. Ich könnte mich an keine Mondgewalt in dem Video erinnern. Also, aber ich bin mir sicher, das ist
Genau, nicht garantiert. Dialga nochmal, bitte. Kyogre-in. Komm schon. Komm schon. Nein. Das ist nicht schön. Ich will bestraft werden für meinen Switch. Leute, bestraft doch bitte die Demeteros. Das kann ihr wohl nicht angehen. Das kann ja wohl echt nicht angehen. Wo sind die Kyogre? Wieso sind die weg? Oder die Urform Palkia? Die sind einfach nicht da. Die sind aber überhaupt nicht da. Weil den Switch kann ich mir holen, obwohl der Gegner sehr schnell rüberging. Weil nach 3 Abschwächungen überlebe ich schon einen Spukball. Folglich, die muss ich ja nicht mehr schilden, die Attacke. Das waren schon 3 Abschwächungen. Den Spukball stecke ich relativ gut weg. Na, aber wenn er hier gewinnen würde, dann kann ich ja mit Strauchler auch nicht runterfarmen, weil es hier ein nerviger Drache ist. Leider. Ich drücke direkt hier. Ich weiß nicht, irgendwann hat man Unheilböen dann nach 5 schon. Das will ich nicht riskieren. Ich erreiche gegen die Alga sowieso keine Attacke mehr. Folglich, Switch haben wir. Und nun bräuchten wir nur noch ein gutes Team. Dann hätte der Switch auch wirklich weitergeholfen. Aber so leider nicht. Oder ich kämpfe einfach mal mit Kaputoro. Oh, okay. Gleichstand, dann opfere ich Mewtwo nun einfach. Opfern wir Mewtwo? Wenn wir Glück haben, nein, da wird kein Kyogre hinten sein. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ein Urform oder ein Palkia wird auch nicht hinten drin sein. Die hätte ich eigentlich mit Demeteros schon rausgelockt. Was verbirgst du hinter mir, hinter dir? Bitte sag nicht ein Ho-Oh, komm schon. Okay, weil dann, ja, können wir uns das alles ersparen. Na, bitte sag nicht ein Ho-Oh. Sondern, bitte sag Trikefalo oder so. Das wäre schön. Trikefalo wäre nett. Dann schicke ich dich ins Bett. Aber so richtig. Da kommt ein Schild. Bitte fang mir nicht ab, die habe ich vor dir. Nun habe ich leider 0 Energie. Und bei Mewtwo auch 0. Nada niente. Ich glaube, er trollt mich. Er hat Ho-Oh. Ich glaube, er trollt mich. Ach komm. Eieiei. Eine Sofortattacke hätte ich benötigt. Eine Sofortattacke hätte ich benötigt. Mewtwo einfach. Wo sind die? Wo sind die Wasser-Pokémon? Nicht mal mit Abfangen könnte ich gewinnen. Ja, denn er hat gleich noch eine. Wo sind die Wasser-Pokémon? Nicht dieser Dialga. Die Wasser-Pokémon brauchen wir. Hört mir doch auf. Eines hatten wir erst, oder? Ein Ur von Palkia. Sonst keine Pokémon. Schade, 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 Schokolade. Der Köder, der geht mal nicht auf. Demeteros kann heute offenbar frei rumlaufen. Ich kann mir echt den Switch holen, wenn ich möchte. Dann bräuchte ich noch, keine Ahnung, ein Staluborder, irgendwas eher hinten drin, womit ich dann die Dialga hart vernichte. Oder ein Mewtwo mit Fokusstoß. Da haben wir mal eines, aber ich will ja eigentlich eher das andersrum haben. Egal, dann schauen wir mal. Xerneas. Immerhin die erste Mondgewalt in dem Video. Die ist schon vorbei. Folglich kommt hoffentlich nicht direkt nochmal eine Abschwächung, aber rein mathematisch gesehen ist die Chance hier genauso groß wie davor und danach und so weiter. Aber es war schon 5-mal hintereinander rot, nun kommt schwarz. Nein, so funktioniert das nicht. Das kann ich euch sagen. Ich habe gerade gar nicht so mitgedacht, ich hätte die erste schilden sollen. Das war nicht clever von mir. Die erste wäre ein Schild wert gewesen. Befürchte ich. Ja, die wären ein Schild wert gewesen. Ärgerlich. Nun schilde ich die Schwächere. Wieso habe ich nicht geschildert? Weil ich so im Gedanken war. Oh, ich hoffe, er schafft nicht noch eine. Okay. Ja, die erste hätte ich schilden sollen. Dann hätte ich ein bisschen mehr, ein paar mehr KP noch gehabt. Also kann Demeteros doch nicht so frei rumlaufen. Da wäre vielleicht Mewtwo eher die Antwort gewesen. Aber das geht auch klar. Das geht auch schon mal klar.
Und eventuell mache ich noch Naturzorn auf irgendwas, was reinkommt. Oh, Schild. Okay, das war schon mal wirklich sehr stark. Das war wirklich schon mal sehr stark. Hier ein Stalobor. Das wäre es, glaube ich, echt. Ich weiß zwar nicht, wieso. Weil dann bin ich vorne schwach gegen Feuer und hinten schwach gegen Feuer. Aber irgendwas sagt mir, hier ein Stalobor. Na, könnte man schon machen. Gut. Ich sollte noch einen Spukball vor dir erreichen, der allerdings leider nicht reichen wird. Und von daher habe ich vermutlich verloren, oder? Weil dann schafft Metagross definitiv noch ein paar. Ah, ich hätte vielleicht versuchen können, auf einen Gleichstand zu gehen. Das war doof. Aber sind wir mal ehrlich, ich hätte sowieso keine Ahnung von. Oh, von der Energie, okay. Das hat doch mehr Schaden verursacht als gedacht. Kann ich nun mit Kugelsaat runterfarmen? Das ist die Frage aller Fragen. Ja oder nein? Können wir mit Kugelsaat... Oh, da kommt noch so viel an. Da kam ja noch richtig viel an. Aber egal... Oh, Feuersturm. Das wäre ja mal der Hammer. Wenn er nicht den Abenteuereffekt hat, Raumschlag, und sich denkt, hey, egal, dann bringe ich hier ein Moveset bei, welches niemand erwartet. Habe ich gesagt, Feuerschlag, Feuersturm meine ich. Ich bilde mir ein, Palkia hat auch Feuersturm, oder? Und Hydropumpe. Das wäre ja wirklich ein Überraschungseffekt. Da hätte ich schön gestaunt. Und genau so kann man sich, angenommen, ich hätte noch Schilde gehabt. Oh, ich schilde nicht. Ich muss nicht schilden. Ich bin cool. Ich werde hier mit Schilden gewinnen. Dann schildet ihr nicht. Er macht Feuersturm. Das hättet ihr dann wirklich verdient, wer auch immer sowas macht. Einfach schilden. Wenn man sowieso weiß, da kommen nicht mehr so viele Attacken rein. Okay, oder? Laber ich gerade Quatsch? Ich bilde mir ein, Palkia kann Feuersturm erlernen. Feuersturm und Hydropumpe. Hydropumpe, da habe ich mal irgendein Video gesehen, wo jemand auseinandergenommen wurde. Komplett. Gut, bitte Kyogre, bitte Kyogre. Komm schon. Die verlorenen Führungen, die passen. Bitte Kyogre. Nein, kommt nicht rein. Dein nicht komplett gepushtes Dialga. Aber ich bin gestern eigentlich mit Absicht ein paar hundert Punkte aufgestiegen, dass wir hier stärkere Pokémon haben. Aber offenbar kann man schon bei 2400 sein mit einem 4000er Dialga. Wo sind die Bestrafungen? Ich wollte das so gerne sehen. Vielleicht hätte ich vorher drücken sollen, dass die Sofortattacken weniger machen. Oder nachher, weil ich sowieso keine erreiche. Das ist die Frage aller Fragen. Okay, sowas ideal. Sowas schon ideal. Wo sind die Kyogre? Leute, helft mir mal. Und wir hatten doch den Proto-Raid-Day. Daran kann es nicht liegen. Und leider hat dieser Drache keine Drachenattacken, sondern wirklich starke Attacken. Die ich vermutlich... Okay, er ist schon doppelt abgeschwächt. Warte mal, ich vermute, da wird er nicht ködern. Da wird er hoffentlich nicht ködern. Und sehr gut. Sehr gut. Ich drücke aber direkt, weil ich würde mir schon die KP hier noch gerne voll und ganz aufheben. Und wenn die Alga reinkommt, bleibe ich einfach drin. Und mache Naturzorn, oder? Bleibe ich dann einfach drin? Weil eigentlich erreiche ich die Attacken immer schneller. Je nachdem, wie er timet, wenn ich sogar einmal einen Kugelsaat durchbekomme. So, nur leider meine Sofortattacken gegen beide Typen nicht sehr effektiv. Machen vermutlich so viel wie ein Feuer-Odem. Nur, dass die Feuer-Odem immer drei... Oder wäre es Ivelthal? Eventuell bräuchte man hier Ivelthal. Schild macht keinen Sinn, er hat eine Sofortattacke Vorsprung. All die Mewtwo hinten und gegen Mewtwo bin ich sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht bin ich gegen Mewtwo aufgestellt. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Perfekt. Da bekommt man was für seine Schilde. Na und, wir sehen uns Strauchler an. Ob man mit Strauchler Dinge machen kann. Obwohl, ich erreiche vielleicht gar keine mehr. Würde Strauchler besiegen. Weil wenn ich von einer neutralen Attacke besiegt werde,
Vielleicht auch der Gegner? Wenn ich keine Defensive habe, dann vielleicht ein bisschen Angriff? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, okay. Das war nicht der Rede wert. Diese Attacke war nicht der Rede wert, da kann man dann durchaus auf Naturzorn gehen. Weil es ja sowieso keinen Unterschied ausmacht. Na gut. Leider bin ich sehr schwach gegen Mewtwo. Oder Kaputor im Allgemeinen ist schwach gegen sämtliche Pokémon, die nach 5 Sofortattacken schon eine Ladeattacke haben. Weil wir überleben gerade mal eine. Dann knallgelber, fast schon roter Bereich. Und wir brauchen immer, so gesehen, 7 Sofortattacken. Ey, habt ihr mich gerade gehört? Hat mich gerade irgendjemand gehört, so dass ich schwach gegen Mewtwo bin? Anscheinend. Anscheinend hat das gerade irgendjemand gehört. Ich weiß echt nicht, was ich gegen Mewtwo mache. Auch wenn Mewtwo dann auf 0 Energie... Oh, ich hoffe, das kam... Na, das kam nicht mehr an, okay. Auch wenn Mewtwo dann auf 0 Energie wäre... Mhm. So. Dann... Was wäre dann? Dann muss ich schilden, weil Mewtwo gewinnt Gleichstand gegen Demeteros und so weiter und so fort. Ja. Na gut. Nein. Unnötiges Team, bitte nicht nachmachen. Ich hab's nicht erlebt. Köder auslegen hat nicht geholfen. Ich wollte irgendwie mit Capotoro runterfarmen. Das hat offenbar nicht geklappt. Genauso wenig wie dieser Gleichstand hier mit einem eventuellen Sturzflug. Schade. Dadurch gratis einäschern. Dadurch kann er nun, wenn er schildert, runterfarmen. Und okay, macht er aber nicht. Dann kämpfen wir hier noch weiter. Nämlich Heiter. Mhm, mhm. Null Plan von der Energie. So wie immer. Und eine Attacke besiegt sowieso noch nicht. Sehr gut. Ich hoffe, dass das schon besiegt. Wäre fein, ja. Und wenn nun nicht Ho-Oh reinkommt, dann gehe ich sofort drüber. Okay, es kommt aber Ho-Oh rein. Und ich glaube, Caputoro kann ich als Schutzschild verwenden. Ich meine, da würde es auch ein Raupi oder Hornliu tun. Aber ich sahne jede Senkung ab. Läuterfeuer davor, Senkung. Läuterfeuer jetzt, Senkung. Okay. Weiß jemand, wie viele Attacken er noch benötigt? Ich weiß es leider nicht. Gut. Punkt genau. Und Urform Palkia, bitte. Ich bin abgeschwächt, ich gehe sofort rüber. Bitte Urform Palkia. Urform Palkia. Nein, das ist kein Urform Palkia. Aber vielleicht haben wir Glück. Ach, das ist doch, das ist doch kein Schaden. Na und, Gleichstand verloren. Aber wartet, 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 wartet. Wie viel Energie habe ich? Ich glaube... Okay. Oh nö. Oh nö. Eine Sofortattacke hätte ich benötigt. Ja gut. Caputoro bitte nicht verwenden. Ihr seht, es gibt viel stärkere Feen. Viel stärkere Feen. Spaß-Pokémon komplett. Auf einer Stufe mit Voltolos. Irgendwann habe ich gesagt, vielleicht ein bisschen stärker als Voltolos. Nein. Auf einer Stufe, wenn nicht sogar darunter. Torgeki ist stärker, auch kein ist nicht mal ein legendäres Pokémon, das ist viel sinnvoller. Xerneas, Seishin. Da liegen Welten dazwischen. Dann kommt lange keine Fee. Dann kommt irgendwann vielleicht noch Florges. Und dann kommt Caputoro. Aber, coole neue Attacke. Bitte einmal wieder Dialga vorne und ich gehe dann rüber in... Nein, ich habe es nicht erlebt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte Kyogre irgendwie runterfarmen. Na und, es hat einfach nicht geklappt. Und wir gewinnen nicht mal gegen Giratina oder so. Das ist so lachhaft. Ein Spukball vernichtet uns mit Sofortattacken. Und Giratina schluckt aber ordentlich Attacken weg. Könnte vergessen. Okay, dieses Xerneas ist aber nicht gepusht, oder? Dann haben wir da vielleicht eine Chance. Dieses Xerneas nicht komplett gepusht, bilde ich mir ein. Hat das nicht immer irgendwie... Ja, nicht gepusht. Das wäre noch nicht im gelben Bereich. Dann schilden wir hier mal nicht und sehen leider ein...
Ich meine, die Top-Ladeterm, die geht in Ordnung. Die war nicht so schlimm. Weil immerhin kann man es im Raid oder wo auch immer verwenden. Aber bitte nicht hier. Auch wenn ihr Videos sehen solltet. 37:1 mit diesem heftigen Caputoro-Team. Bitte nicht machen. Bitte nicht spielen. Bitte nicht bauen. Dafür, das lohnt sich nicht. Schade, ich hätte auf einen Nahkampf gehofft. Aber hoffen kann man hier nicht. Wie viel Energie wird er haben? Ich glaube, relativ wenig, oder? Dann machen wir noch 3 Sofortattacken. Dann bin ich auf... Oh, ich war davor schon auf 100 Energie. Okay, bei Giratina abgefangen. Geht, glaube ich, in Ordnung. Vielleicht dachte er, er fängt Strauchler ab. Ja, das war effektiv. Das war effektiv und hat weniger Schaden verursacht als Spukball neutral. So, ein Giratina wären wir mal losgeworden. Ah, diese eine Sofortattacke gegen Xerneas ärgert mich noch. Ich war da schon auf 100 Energie. Auf 100 Energie war ich da schon. Dann schilden wir mal diese wichtige Attacke. Oh, das wäre schon so fast Farmreichweite eigentlich. Wieso möchte er mein Caputoro nicht sehen? Das verwirrt mich eventuell so ein kleines bisschen. Wer hat irgendwas gegen Caputoro? Oder wer hat Probleme gegen Caputoro? Niemand. Nicht mal ein Giratina. Überhaupt nicht. Mondgewalt kommt reingeflattert. Angriff sinkt. Wie schon gesagt. Also, wie erwähnt. Klar, okay, dazwischen waren schon 3 weitere Mondgewalten. Aber ja. Mondgewalt, Angriff sinkt und immer da, wenn es wichtig wäre. Obwohl, nein, in dem Fall völlig egal. Und die Antik-Internet habt ihr auch wieder gesehen. Wir haben hier alles mit von der Partie. Aber komplett alles. Und das war ein Gleichstand. Völlig unverdienter Kampf, aber okay. Caputoro. Ein wichtiges und richtiges Pokémon. Gegen Giratina. Oh, da war ja auch noch was. Gegen Giratina verliert man offenbar. Man gewinnt allerdings, wenn sich hinten drin nicht gepushte Pokémon befinden. Finger weg von Caputoro und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen.